Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Hat der Westen die Ukraine abgeschrieben? Ist der Westen kriegsmüde geworden, was den Krieg zwischen Russland und der Ukraine angeht? Nicht mehr willens, die Ukraine finanziell, militärisch zu unterstützen. Viele Indizien deuten dies an. Ich möchte zunächst auf die USA eingehen. Da gab es kürzlich ein Treffen zwischen Herrn Orbán von Ungarn und Donald Trump. Und nach diesem Treffen hat der Orbán gesagt, dass wenn Trump Präsident ist, er keinen Pfennig mehr für die Ukraine ausgeben wird. Ob das nun genau das gesagt worden ist während dieser Besprechung oder ob das eine Schlussfolgerung war, die Herr Orbán gezogen hat, der ja ohnehin von vornherein nicht unbedingt für die Sanktionen gegen Russland war und auch nicht dafür, Waffen an die Ukraine zu liefern, bleibt dahingestellt. Aber wir wissen, dass Herr Trump öfters schon gesagt hat, dass er das alles sehr stark überdenken müsste, wenn er Präsident ist, wie die Sache mit der Ukraine aussieht und ausgeht. Aber er ist ja nicht der Einzige. Der amerikanische Kongress hat sich bislang immer noch nicht dazu bereit gefunden, weiteres Geld, weitere Waffen an die Ukraine zu senden. Und der Grund ist unter anderem auch der, dass man nicht weiß, was eigentlich mit den Waffen geschieht. Man hat Waffen sichergestellt in den Händen der Feinde und man weiß auch nicht, was mit dem Geld geschieht, was dort hingesendet wird. Die Ukraine gilt nach wie vor als eines der korruptesten Länder in Europa, wenn nicht in der ganzen Welt. Und so ist es nicht nur der Kongress, so ist es nicht nur Herr Trump, so sind es nicht nur die Republikaner. Auch die Demokraten beginnen mehr und mehr darüber nachzudenken, ob man wirklich weitere Kriege außerhalb von den Vereinigten Staaten finanzieren sollte. Und da gibt es hier einen sehr interessanten Artikel, der auf diese Frage eingeht, aber auch auf Europa und ganz besonders Deutschland. Der Fokus schrieb am 12. März: Die Anzeichen verdichten sich, dass der Westen den Krieg als verloren sieht und versuchen wird, sich mit Wladimir Putin zu arrangieren. Das überfallene Land, Ukraine, kann nicht mehr. 18% des ukrainischen Territoriums hat sich die russische Armee einverleibt. 3,7 Millionen Menschen mussten ihre angestammte Heimat innerhalb des Landes verlassen. 6,4 Millionen sind außer Landes geflohen. Und lassen Sie mich gleich anmerken, wenn es dazu kommen sollte, dass es zu Verhandlungen kommt zwischen Russland, der Ukraine und anderen Beteiligten, Russland wird diese Territorien nicht aufgeben, das haben Sie klar und deutlich gesagt. Der Artikel fährt fort. Die ukrainische Regierung ist mittlerweile in ihrer Kriegsführung weitgehend abhängig von ausländischer Hilfe. Aber wenn Amerika aufhören würde, diese Hilfe zu gewährleisten, Europa alleine könnte es keineswegs tun. Ich fahre fort. Russland zeigt sich auch im dritten Jahr nach dem Überfall ökonomisch vital. Die feurigen Reden von Joe Biden ändern nichts daran, dass auch die Demokraten die Lust an der Finanzierung überseeischer Kriege verloren haben. Olaf Scholz hat den Ukraine-Krieg innerlich abgehakt. Er will das Risiko der Bundesrepublik auf keinen Fall weiter erhöhen. Die Wirtschaft würde gern die Beziehung zu Russland wieder normalisieren und erwartet das große Geschäft beim Wiederaufbau der Ukraine. Ja, zunächst einmal hatten sie das große Geschäft gehabt bei der Zerstörung der Ukraine, indem sie jetzt Waffen produziert und geliefert haben. Und jetzt haben sie dann das große Geschäft beim Wiederaufbau der Ukraine. Heute haben sowohl Bundeskanzler Scholz als auch das Parlament wiederum entschieden, dass die Taurus-Raketen nicht nach der Ukraine geschickt werden. Das ist jetzt das dritte Mal bereits, dass diese Entscheidung gefällt wurde. Aber selbst wenn das Parlament anders hätte machen wollen, was so Scholz will, Scholz hat das letzte Wort. Er hat als Bundeskanzler das letzte Wort. Er kann also alle diese Opposition ablehnen und sagen, nein, wir werden es nicht tun. Nun, vielleicht sind auch die Drohungen Russlands, sogar zu atomaren Waffen zu greifen, und natürlich auch der letzte Skandal, in den Deutschland verwickelt war, auch ein Grund dafür, dass Scholz nicht weitergehen will mit Waffenlieferungen, gerade auch der Taurus-Rakete. Das Ron-Paul-Institut schrieb am 9. März:
Die deutsche Militärführung mag sich bei ihren privaten Gesprächen über Einsatzpläne gegen Russland dumm angestellt haben. Die Sicherheit ihrer inkompetenten Kommunikation, wenn auch lächerlich, mindert jedoch nicht die Ernsthaftigkeit dessen, was besprochen wurde. Oberleutnant Ingo Gerhards und seine Helfer wägten ernsthaft die technischen und propagandistischen Mittel ab, mit denen Russland mit Taurus-Raketen angegriffen werden könnte. Die Waffe wurde angeblich noch nicht an das ukrainische Regime geliefert, weil einige deutsche Politiker, darunter Scholz, befürchten, dass dies den Krieg mit Russland eskalieren würde. Aus dem Tonband geht klar hervor, dass die deutschen Militärs frustriert sind, weil die Politiker die Lieferung der Taurus nicht anordnen. Und Boris Pistorius hat scheinbar bereits schon Maßnahmen ergriffen für den Fall, dass die Taurus-Rakete doch noch geliefert werden sollte, wie das dann funktionieren sollte. Und die Opposition in Deutschland gegen die Entscheidung von Scholz ist natürlich da, aber nicht nur in Deutschland, auch und gerade in Frankreich, wo sich der Führer Emmanuel Macron so als neuer Napoleon versteht, aber auch in Großbritannien. Da gibt es diesen Artikel des Fokus vom 3. März. Bundeskanzler Olaf Scholz genießt in Europa bei weitem nicht das Renommee seiner Vorgänger. Im Gegenteil, er gilt auch im Ausland als schwacher Kanzler. In den anderen europäischen Hauptstädten schüttelt man den Kopf über ihn. So befand die britische Times kürzlich, Scholz sei das schwächste Glied im Kreis jener NATO-Verbündeten, die die Ukraine in besonderem Maße unterstützen. Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace urteilte noch härter. Scholz sei der falsche Mann im falschen Job zur falschen Zeit. Wenn ein Kanzler in den Augen der eigenen Bevölkerung schlecht dasteht, ist das schlecht für ihn und seine Partei. Wird ein Kanzler dagegen auch im Ausland als schwach eingeschätzt, dann ist das schlecht für Deutschland, schreibt der Artikel. Aber die Frage ist, ist Scholz wirklich der falsche Mann im falschen Job zur falschen Zeit? Oder ist er ganz genau der richtige Mann im richtigen Job zur richtigen Zeit? Denn die Bibel sagt uns deutlich, dass es zurzeit noch nicht zu einem Krieg kommen wird zwischen Russland und Kontinentaleuropa und Deutschland. Und wenn Scholz derjenige ist, der das aufhält, dann ist das sehr interessant. Aber es gibt noch eine dritte Komponente, die dafür spricht, dass der Westen über diesen Krieg mit Russland und der Ukraine nachdenkt und eigentlich kriegsmüde geworden ist. Und das ist der Papst, Papst Franziskus. Die Deutsche Welle schrieb am 10. März, Papst Franziskus ist wegen seiner Äußerungen, die Ukraine solle den Mut zur weißen Fahne haben und über ein Ende des Krieges mit Russland verhandeln, heftig kritisiert worden. Viele interpretieren dies als Aufruf an die Ukraine, sich zu ergeben, wurde allerdings vom Vatikan bestritten. Die Associated Press schrieb dann am 10. März, der Außenminister Polens, eines lautstarken Verbündeten Kiews, und der ukrainische Botschafter im Vatikan verwendeten beide Analogien aus dem Zweiten Weltkrieg bezüglich der Beschwichtigung Adolf Hitlers, um die Äußerungen des Papstes zu verurteilen. Während des gesamten Krieges hat Franziskus versucht, die traditionelle diplomatische Neutralität des Vatikans aufrechtzuerhalten, aber das wurde oft von offensichtlicher Sympathie für die russischen Gründe für die Invasion in die Ukraine begleitet, wie zum Beispiel, als er feststellte, dass die NATO mit ihrer Osterweiterung an Russlands Tür klopft. Und Papst Franziskus sagte auch über die Ukraine, wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, dann muss man den Mut haben, zu verhandeln. Und er hat später noch etwas hinzugefügt und gesagt, Krieg ist schlecht, Krieg ist verkehrt, und damit hat er absolut recht. Aber hier spricht er ganz besonders jetzt die Ukraine an. Und so sehen wir, dass die biblische Prophezeiung mehr und mehr in Erfüllung geht, denn wir wissen, dass letztendlich Russland und die Ukraine sich vereinigen werden. Und zwar gegen Kontinentaleuropa, gegen Deutschland. Und was wir zurzeit sehen, deutet schon mehr und mehr auf eine solche Situation hin. Aber noch mehr ist natürlich gesagt in der Bibel über dieses Verhältnis und was dann auch geschehen wird. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und diese Broschüre zeigt Ihnen im Detail auch diese Dinge auf, über die ich heute gesprochen habe und viel mehr. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bestellen Sie sich ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen.
Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.